Liebe Freundinnen und Freunde des Heinrich-Pesch-Hauses, in unserem Alltag treffen wir hunderte von Entscheidungen, die meisten davon ganz intuitiv und nebenbei. Doch bei manchen Entscheidungen haben wir das Gefühl, die Entscheidung reicht jetzt weiter, die hat Einfluss auf Prozesse und vielleicht auf unser nachfolgendes Leben. Manchmal müssen wir uns richtig positionieren zu Dingen, die in der Gesellschaft aktuell passieren, zu politischen Diskussionen. Und dann passiert es, dass aus ganz banalen Gesprächen auf einmal Fragen und Aussagen kommen wie: Du versuchst jetzt schon aber auch auf Plastik zu verzichten. Wo kaufst du eigentlich deine Klamotten? Wir müssen weniger Fleisch essen und vor allen Dingen dürfen wir Massentierhaltung nicht mehr unterstützen. Wie kannst du eigentlich noch Mitglied bei der Kirche sein, nach all dem, was passiert ist? Und außerdem, unsere Gesellschaft, die rückt politisch doch immer weiter nach rechts. Da muss jetzt endlich mal was gemacht werden. Für mich ist die Fastenzeit nicht nur eine Zeit des Verzichts, sondern auch eine Zeit der Neuausrichtung, der Besinnung und des Gedankenmachens. Und ein Versuch der Standortbestimmung. Wo stehe ich aktuell? Was ist das Leben für mich? Und wie blicke ich auf die Gesellschaft? Wofür möchte ich einstehen? Ich versuche nicht einfach durchs Leben zu gehen und die Dinge auf mich einprasseln zu lassen, sondern versuche bewusst die Richtung vorzugeben, Entscheidungen zu treffen und den Weg zu wählen, den ich gehen möchte, um meine Position auch gegen Widerstände zu verteidigen. Für viele Menschen ist das aber gar nicht so einfach. Die Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt, und die Freiheit, unser eigenes Leben gestalten zu können, führen oft zu Orientierungslosigkeit und Überforderung. Soziale Medien und eine globalisierte Welt eröffnen uns unzählige Perspektiven und Räume, uns zu verwirklichen. Manchmal so viele, dass wir gar nicht so genau wissen, wo wir da anfangen sollen. Genau deshalb ist es wichtig, sich immer wieder Zeiten zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht versuchen, Gott zu spüren und zu fühlen, wo zieht es mich hin? Mit welcher Entscheidung fühle ich mich wirklich wohl? Und welcher ist der Weg, den ich gehen möchte? Und nicht der, den andere von mir erwarten. Die Freiheit, in der wir hier leben, ist ein hohes Gut, das viele Menschen so auf der Welt nicht haben. Diese Freiheit auch immer wieder zu verteidigen gegen Kräfte, die unsere Gesellschaft spalten wollen, ist Aufgabe von uns allen. Deshalb ist eine Positionierung und ein Aufstehen gegen Hass, Diskriminierung und Rassismus aktuell wichtiger denn je. Dabei geht es gar nicht darum, politische Veranstaltungen zu besuchen, auf Demos zu gehen oder bestimmte Parteien zu unterstützen. Es ist schon ein großer Schritt, wenn wir uns vornehmen, im Alltag, in unserem Berufsleben, im Familien- und im Freundeskreis Verantwortung zu übernehmen für ein menschenfreundliches, weltoffenes und demokratisches Miteinander. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dabei die Auseinandersetzung mit Personen, die man kennt und mag, oft viel schwieriger ist als mit Fremden. Ich wünsche Ihnen und euch in den nächsten Wochen bis Ostern immer wieder Zeit der inneren Ruhe, um den eigenen Kompass neu auszurichten, um Gedanken, die Ihnen im Kopf herumschwirren, neu zu ordnen und dabei viele liebe Menschen an Ihrer Seite, die Sie unterstützen. Außerdem das Vertrauen auf Gottes Segen, der uns immer begleitet.